So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Ich sehe immer noch total zerstört aus. Wirkt bestimmt auch so. Der Bart ist auch schief, habe ich jetzt bemerkt. Der ist gar nicht richtig, Dings, ne? Symmetrisch. Das Wort, das ich gesucht habe. Damit ich nicht ganz so komisch aussehe, haben wir jetzt extra mal in Hessberg beim Muttertier. Und die hat gesagt, sie hat noch alte Brillen rumliegen. Da habe ich mir jetzt diese Brille besorgt, damit ich am Wochenende auch Raids für Zuschauer machen kann und überhaupt irgendwas sehe. Ich hoffe, das hilft. Die setzen wir uns jetzt auf. Und schaut euch das mal an. Ramses, der Digga, ne? Sieht total anders. Sagen die Leute die ganze Zeit, du siehst komplett anders aus. Ich finde auch, es sieht irgendwie komisch aus. Alles. Also ich erkenne mich auch selber nicht wieder. Aber wir haben ein Unboxing vorbereitet, und zwar hat die Bianca, als sie losgefahren ist, ein Paket, aber gleichzeitig auch losgeschickt, ein Versorgungspaket, und dieses Versorgungspaket ist auch angekommen am Mittwoch. Wir wollten das dann öffnen, weil sie gesagt hat, da ist alles drin, was wir für die Zeit hier brauchen, und da können wir noch einiges davon dann benutzen, essen, trinken, ich weiß ja nicht, was drin ist, und noch testen. Jetzt ist Donnerstag Nachmittag, es ist gleich 17 Uhr oder irgendwas. Was ist denn? Auch erst so und dann wieder in den Finger. Das müssen wir jetzt noch schnell aufmachen. Mal gucken, ob wir noch irgendwas haben, weil das ist der letzte Tag. Alles normalisiert sich ein bisschen drumherum. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall wieder besser, dadurch, dass ich jetzt eine Brille habe. Dieses Paket wiegt alleine schon 100.000 Kilogramm. Jetzt halt noch mehr durch die Katz. Adi, geh mal ins Waschbecken los. Wir müssen das doch aufmachen. Und hier sind auf jeden Fall ganz viele Sticker drauf. Das können wir vielleicht auch mal zeigen. Da ist ein Katzensticker drauf. Da ist ein Pfotensticker. Da ist noch eine Pfote. Da ist halt ganz viel so dekoriert. Jetzt könnte man denken, das ist ein reines Katzenpaket. Vielleicht ist das aber auch eine Tarnung, ne? Wer Bregi im Bett geguckt hat, da waren auch nicht immer nur Chicken Wings in die Eimer. Da waren auch mal Chicken Nuggets drin. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Jetzt machen wir das auf. Ich versuche es so normal wie möglich zu würgen. So. Und schauen uns an. Es ist auf jeden Fall schwer. Obwohl das Paket nicht so extrem riesig ist, ist es schwer. Das heißt, da wird viel Dosen, Konserven, was anderes. Man weiß es nicht. Wir machen einmal links, wir machen einmal rechts und haben jetzt hier eine Karte erstmal. Da steht, Moin Moin, ich bin's wieder, euer Flatti auf der Wiese. Adi, guck mal, euer Flatti. Hoffentlich diesmal ohne feuchte Beine, Nachschub für später, leben und leben lassen. Moin Moin, ich bin's wieder, euer Adi. Ja, du chillst wieder dein Leben. Was haben wir hier, Adi? Pass auf. Wir haben einmal Lorenz Crunchips Hawaii-Style, fruchtig, pikanter Geschmack. Noch nie gesehen. Hawaii? Fruchtig, pikant. Nach was soll das schmecken? Das ist Hawaii-Style. Klingt für mich, als wäre da Schinken und Ananas dran. Aber der Adi, der hat schon Hunger, der Adi, der frisst schon. Kennt ihr? Hawaii-Style Crunchips? Die sind interessant. Dann haben wir hier die Bravo Feuerdrachen, hot and spicy. Der Adi hat Bock, das sieht man, der beißt auch in diese Tüte. Das sind die Feuerdrachen, die der Iswo auch immer gegessen hat, glaube ich. Die aber bei seiner Tante sich gegönnt hat. Die sind auch übelst spicy vom Penny. Aber hat kein Penny in der Nähe bei sich immer gehabt. Deswegen hat er mal gefragt, ob ich an diese Feuerdrachen rankomme. Was ist das? Gut, das müssen wir uns gleich noch angucken. Wir arbeiten uns jetzt mal hier durch. Hier gibt es nämlich noch den Dreamies Mix, also auch für den Adi ist was dabei. Wir haben hier diese Whiskas Knuspertaschen für den Adi. Wir wollen es auch nicht so extrem in die Länge ziehen. Hier mal Verpackungsmaterial, das wir jetzt hier oben auf die Katze draufpacken. Wir haben noch Papier da, Adi. Wir haben dann noch mehr Papier, Adi. Dann haben wir hier ein Gläschen. Ein Gläschen Kräuteressig Knobi Chili. Sind das jetzt trotzdem eingelegte Tomaten?
mit Kräuteressig Gnobi, aber auch Chili mit bei, weil diese eingelegten Tomaten, hat sie auch schon öfters geschickt, die schmecken auch immer saugut. Habe ich letztens auch wieder mit der Mutter gegessen. Da waren die sind so weich, die zerdrücken sich einfach in den Mund und dann kommt die ganze Soße raus. Und gerade dieser Knoblauchmix dazu ist auf jeden Fall sehr interessant. Obwohl ich mittlerweile gehört habe, dass sie die selber noch nie probiert hat. Sie macht die immer, packt die ein, gibt die an die Leute, hat aber selber ihre eigenen eingelegten Tomaten noch nie probiert. Konnte ich mir gar nicht vorstellen. Dann haben wir hier Yangban Kimchi Korean Made. Was das jetzt genau ist? China-Kohl-Zubereitung. China-Kohl in der Dose. Es gibt ja bei den Samyang auch Samyang Kimchi, was mit China-Kohl ist. Also aus dem Tütchen raus, draufgetröppelt. Kimchi, China-Kohl. Werden wir uns auch mal irgendwie reinziehen. Ich weiß nicht, was sie jetzt zum hier dann einfach zum Essen hat oder was sie mir dann einfach da lässt oder worauf sie selber Bock hat. Das sieht aus wie ein Apfelmus. Der letzte Apfelmus ist ja auseinandergeflogen und explodiert, ist dann in der Gegend rumgesplittet. Deswegen schön, dass man da nochmal einen hat. Hier tue ich jetzt wieder hier das Zeug drunter. Apfelmus geht immer, wenn man mal Bock hat, einfach das ganze Glas mit einmal wegschlingen. Dann haben wir hier ein Schlemmertöpfchen. Schlemmertöpfchen feine Gürkchen mit Kräutern verfeinert. Das ist doch aber auch nicht das, oder? Das ist doch selbst befüllt. Aber irgendwie steht nicht drauf mit was. Sieht im ersten Moment erstmal aus wie Lecho. Also da muss sie mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Oder sie hätte sich hier ins Waschbecken gelegt zum Adi, damit die zusammen gucken, was das ist. Adi, was ist denn? Es hat dich doch nur ganz zart berührt. Dann haben wir noch ein Gläschen. Hier diesmal, da steht aber wieder was drauf. Ein Gläschen Apfelzwiebel. CH. Süß. Was ist CH? Chemische Baste, ne? Wir stellen es mal dahin. Eine Apfelzwiebelmarmelade. Warum nicht? Manchmal ist man auch schwanger. Da kann man sich auch mal was Besonderes geben. Pflaume 2018. Da steht aber Melonen, Orangen, Kutni. Und hier nochmal Pflaume. Ich denke mal, Pflaume ist ein altes Etikett. Also es ist ein Melonen-Orangen-Kutni. Den Wort Kutni, mit dem kann ich auch nichts anfangen. Das liest man immer überall. Was genau ist ein Kutni? Da könnte man jetzt natürlich einfach googeln. Dann wüsste man das ja. Aber ihr könnt mir das vielleicht verraten. Hier steht Apfel-Zwiebel-Kutni. Ah, das heißt, das CH, was da drüben stand, wird wahrscheinlich auch für Kutni stehen. Also nochmal Apfel-Zwiebel-Kutni. Was wohl dann dasselbe ist wie Apfelzwiebelkutni süß. Gibt es also einen Unterschied zwischen süß und anderem? Gibt es das süß und dann gibt es noch nicht süß? Was ist der Unterschied zwischen süß? Das Gegenteil meine ich nicht, der Unterschied. Dann haben wir hier ein Gläschen mit. Da ist irgendwie alles drin. Alles, was ich nicht kenne, was mir nichts sagt. Alien, die Wiedergeburt im Glas. Könnten hier. Aber kann auch was anderes sein, genau. Du musst wirklich bei jedem einzelnen Teil wahrscheinlich dann unten hinschreiben, was, wie, wo. Der Ramses, der ernährt sich doch nur von, das ist nicht mal das, weiß ich, wovon ich mich selbst ernähre. Hier steht nur K plus Z und S-S. K plus Z, okay. Kürbis und Zucchini vielleicht. Süß, scharf, SS. Kürbis, Zucchini, süß, scharf. Das vielleicht. Könnte es das sein? Ich bin mal gespannt. Es musste in irgendeine Richtung gehen. Dann ist hier die komplette zweite Staffel Hell on Wheels. Eine Blu-ray. Hell on Wheels, Staffel 2. Sieht aus wie im Wilden Westen. Nach Breaking Bad und The Walking Dead, die neue Erfolgsserie. Habt ihr das schon mal gehört? Hell on Wheels? Warum ausgerechnet das? Warum ausgerechnet Staffel 2? Wo ist die 1? Aber wir wollen mal nicht knauserig sein. Wenn das interessant ist, wäre das auch mal eine Überlegung wert. Vielleicht kann sie mir da auch noch was dazu sagen.
oder wer das mitmacht, vielleicht kennt man die ein oder andere Person noch. Dann gibt es hier noch Taste of Asia Satay Sauce Erdnuss, also Erdnusssoße, die es bei uns ja leider nicht beim Chinesen gibt, beim Chinaman bei uns. Du hast eigentlich immer nur das Gleiche, das vielleicht mal Kokossoße, aber Erdnusssoße haben wir leider nie dabei. Obwohl ich Erdnusssoße eigentlich immer mega gefeiert habe, gerade wenn man chinesisch isst. Da noch ein Fläschchen habe ich sogar noch vom letzten Mal, was sie geschickt hat. Jetzt muss ich die Sachen schon auf den Boden stellen, weil ich nicht weiß, wohin. Dann haben wir hier noch andere Packungen, was jetzt aussieht wie Bier. Einmal nämlich ein Lübzer Pilz. Wir wollten eigentlich ein Biertasting machen, die ganze Zeit. Da werden wir bestimmt jetzt noch irgendwas dazu finden. Deutsches Pilsner, Pilsator Pilsner mit einem Löwen drauf und eine goldene Dose. Pilsator, auch noch nie gehört. Eine Dose 5-0er Dosenbier, schwarz, also das Pilz, nicht das Export. Export ist das rote. Dann eine Dose Faxe, letztens erst von Marc und Pierre eine Dose Faxe bekommen. Jetzt hier die zweite Dose Faxe von Bianca. Weißt du, ich gebe eine der Bianca und eine der Shania und dann können die sich hier die Faxen reinziehen. Und, das hat sie auch schon gesagt, diese Flaschen mit diesem Papier drum, nein, die habe ich dir doch auch. Baltic Double oder Duple, seltenes Bier, 8,5% World's Best Beer Awards, also... Mit den Wölfen haben wir aber, glaube ich, trotzdem noch nicht. Das heißt, es reiht sich ja trotzdem zu den anderen Papierbiers ein. Was wir vielleicht auch mal testen könnten, seht ihr das Papier mit den Wölfen? Ich sehe so schlau und gebildet aus mit dieser Brille. Das ist ein ganz anderer Style. Da ist noch ein Döschen. Das ist ein Warsteiner Brewers Gold Bierspezialität. Das habe ich, glaube ich, letztens mal gesehen irgendwo auch im Regal. Warsteiner Brewers Gold. Da müsste man eigentlich mal ein normales Warsteiner zum Vergleich haben, damit man genau weiß, was der Unterschied ist zwischen dem und dem anderen. Ansonsten können die ja da viel drauf schreiben, aber einfach genau das gleiche reinmachen. Dann ein Gläschen Jalapenos, Scheiben Arriba Amigo, grüne Jalapenos. Die auf jeden Fall auch sehr stark. Jalapenos immer sehr cool auf Döner, auf Pizza, auf alles. Jalapeno über auf alles, meine ich. Dann haben wir nochmal Erdnuss Satay, kein Kutney, ein Satay, auch von diesem Real Thai Brand. Im Alleinvertrieb durch Dittmann. Dittmann, der die Pfefferoni immer herstellt und. Dann ist hier noch eine Dose, eine Brotdose mit einem Gummi drum. Die machen wir jetzt auch noch auf. Nein, Adi, du lässt den Gummi in Ruhe. Der Adi freut sich immer auf Gummis. Und da ist Tee drin. Da haben wir hier ganz viele verschiedene erlesene Sorten Tee. Das sieht aus wie immer drei Stück. Genau, wir haben nämlich hier einmal Erdbeer-Himbeer. Die waren beim letzten Mal, glaube ich, auch dabei. Und da hat sie das schon so gut gemacht, dass das wirklich genau drei Stück sind. Dann haben wir hier Erdbeere-Kirsche. Dann haben wir hier 8 Kräuter, sind also dann 24 Kräuter, verstehst du? Gut, dann haben wir hier Turmeric Chai mit Kurkuma, 3 Stück Chai, Kurkuma und wir haben Pflaume Vanille plus das große Päckchen Apfel Oriental Style. Das Problem ist, ich habe diesen 1 Liter Maßkrug immer genommen, wo 1 Liter drin war, dann und habe da 3 Beutel rein, aber der ist ja geplatzt, mir gegen die Visage und das Bein geflogen. Seitdem habe ich hier immer noch Verbrennungen 2. Grades, jeden Tag Verband wechseln am Fuß, aua, aua. Da kann ich gar keine 3 Beutel mehr reinmachen, so geht das alles nicht mehr auf. Oder ich kaufe mir einen neuen Maßkrug und mache denselben Fehler nochmal, das wäre auf jeden Fall richtig schlau, Ramses. Ansonsten war das Paket, was wir jetzt nehmen und vielleicht mal rausgehen, noch ein bisschen rumlaufen, Pokémon, ein paar Biers vielleicht mitnehmen am letzten Tag. Bier sollte schon in Ordnung sein jetzt und da vielleicht mal wieder ein kleines Tasting machen. Bin ich mal gespannt. Ich hole gleich mal die anderen hier, da können die hier aufräumen, ne? Und dann Spaß. Da ist der Adi. Adi, Schatz, guck mal, das Gute.
Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Die Brille nehmen wir wieder ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer krimineller Ramses. Sieht immer noch aus wie der goldene Handschuh. Oder gefällt euch die Brille? Schreibt's mal rein. Soll ich die jetzt immer beim Unboxing aufziehen? Nee, lieber nicht. Sobald ich die andere habe, ist eh alles egal. So, dann bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Sieht man jetzt mal, dass ich schiel.